Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu unserem Abschlussvideo von unserem Trainingswochenende von der Spielerunde. Ja, ja, Brettspielwochenende, Brettspiele vom Feinsten. Ja. Wir haben gerade die letzte Partie vermutlich für dieses Wochenende hinter uns gebracht. Ja, muss eine man so sagen. Eine schon sehr, sehr epische Partie, aber dazu später mehr. Jawohl. Ich glaube, wir fangen einfach damit an, was wir gemacht haben im Anschluss an den Dreh des Tagebucheintrags Nr. 2. Wir sind, ihr erinnert euch vielleicht, wenn nicht, schaut euch jetzt das Video an. Ich habe mal in die Richtung geguckt und habe gesagt, da hinten wird gerade Dragoran gespielt und da hinten ein Fest für Odin. Wir mussten dann Dragoran retten. Genau. Leicht verfälschter Regeln. Und damit fangen wir doch direkt mal an mit Dragoran. Das vollkommen chaotisch wirre Rennspiel. Ja. Wenn man immer so lange würfelt, dass man die Leute alle hinten in die Schlange stellt, dann bleibt man halt vorne am Start stehen. Also für die, die es kennen, es ist quasi eine kleine Rennstrecke. Eigentlich wollen wir nur ins Ziel kommen, aber es kann passieren, dass sich die Drachen nach hinten versetzen und ans Ende der Schlange wandern. Blöd ist dann bloß, wenn sie alle sich irgendwo da hinten auf diesem allerletzten Abstellfeld tummeln, statt nach vorne zu gehen, weil alles total lieben, destruktiv auf die Schnecke zu würfeln. Fehler, was unsere Mitspieler gemacht haben, ist beim Tausch des Zuordnungsmarkers auf dem Drachen, auf den man gerade quasi setzt, wettet, wie auch immer man das bezeichnen möchte, haben sie den Marker nicht umgedreht. Das heißt, sie haben im Prinzip reihum, oh, wer ist gerade erst da, einmal reihum durchgetauscht, solange bis sich irgendjemand erbarmt hat und gewürfelt hat. Ganz so primitiv und ganz so einfach ist das Spiel dann doch nicht. Ja, aber es ist schon sehr einfach, man muss es schon sagen. Sie sehr glückslastig, klar. Kann natürlich passieren, man sattelt auf den Drachen um, der andere würfelt, ihm gefällt der Wurf nicht, würfelt nochmal, zack, der Drache sitzt im Ziel. Mhm. Kann natürlich passieren. Wie gesagt, glückslastiges kleines Würfelspiel für die Familie. Ich glaube, ab 6, 7 sollte man das ohne Probleme gebacken kriegen. Definitiv, ja. Und einziges kleines Manko, ich hoffe, hoch besser danach, der Würfel. Mhm. Der Farbwürfel. Also mit den Softboxen hier könnte man es spielen. Aber bei so schummriger Kneipenbeleuchtung, ich würde jetzt am liebsten gerade mal kurz die Softboxen ausschalten, damit ihr seht, was so die normale Beleuchtung hier drin ist. Pas de chance. Keine Möglichkeit. Einfach schade. Das ist das einzige. Die Farben sind auch unterschiedlich wie die auf den. Also die Farben sind unterschiedlich auf dem Spielplan. Ja, das ist alles. Die Farben sind Pastelltöne, außer lila lässt sich keine Farbe und rot lassen sich keine Farben einwandfrei zuordnen. Nein. Das Gelb sieht je nach Blickwinkel grün aus und das Blaue je nach Blickwinkel grün. Ja. Also es ist irgendwo sind alles Grüntöne. Ja. Ja. Und dann haben wir heute Morgen, direkt nach dem Frühstück, ich glaube, da warst du noch in munteren Gespräche vertieft, haben wir gewürfelt. Wir haben ganz schön oft gewürfelt. Wir haben Würfelland gewürfelt. Und das dann hast du mich ja dann dazu gesetzt. Jawohl, jawohl. Positiv hierbei, also für alle, die es nicht kennen, es ist so ein bisschen in Anlehnung an nochmal, was letztes Jahr auf der, also vorletztes Jahr, also 2016 auf das Spiel rauskam. Und NSV, also Nürnberger Spielkartenverlag, die haben ja auch Quicks zum Beispiel rausgebracht. Ja, genau. In Anlehnung an solche Spiele wie Quicks und nochmal ist Würfelland rein würfeltechnisch. Material ist soweit gut. Die Farben auf den Würfeln, ja, okay, das Gelb und das Orange könnten sich ein bisschen deutlicher unterscheiden. Das Orange ein bisschen knalliger, dann wäre es perfekt. Was aber tatsächlich, ich persönlich finde, das ist der Knüller. Das ist, für alle, die es jetzt nicht sehen in der Kamera, Achtung, so klingt es auf dem Tisch. Und so im Deckel. Das ist nämlich der Würfelteller für Würfelland. Das ist wirklich schön. Ne? Das ist eine gute Idee, das genau so zu machen. Und wir hätten es uns nicht besser wünschen können. Also Material, top, kleines Spiel, kann man schön für zwischendurch spielen. Auch schön, dass man da keinen Block verschmiert, das ist genau das gleiche Schachtelformat, sondern abwischbar auf so folierten Spielplänen, die auch zweiseitig sind, dass man wenigstens ein bisschen Varianz reinbringt. Genau, die auch unterschiedlich sind für die einzelnen Personen. Das ist das eine dann noch dabei. Ja, genau. Es ist so ein bisschen, es ist natürlich, ist es auch glückslastig, das muss man dazu sagen dabei. Ja, und man hat eigentlich ein bisschen eine Überlegenschance. Man kann verschiedene Sachen dann überlegen, was ist strategisch günstiger, aber es ist doch glückslastig am Ende, muss man schon sagen. Jo, genau.
Genau, was haben wir denn sonst noch gehabt? Wir haben Facecards haben wir gespielt. Facecards haben wir mehrere Partien so gespielt. Kommt eigentlich so ganz gut an bei den Leuten. Ne? Kam heute x-mal auf den Tisch. Ich habe es dann scherzhafterweise heute mal wieder als Dixit für Arme bezeichnet. Mhm. Ganz einfach deswegen, wir ordnen nicht einen Spruch, einem Bild zu, sondern wir ordnen ganz einfach Bildern einander zu. Blöde Gesichtsbilder mit irgendwelchen Grimassen, irgendwelchen komischen Gestalten. Ist aber an sich meist ganz schön witzig. Kurz und knapp. Wobei ich jetzt sagen muss, nach keine Ahnung, wie viele Partien wir jetzt gespielt haben, aber dieses Wochenende einige, ich glaube für mich waren es 3 oder 4, ja. Plus die 2, 3, die wir schon die Wochen davor gespielt haben, auch teilweise gemeinsam, es wiederholen sich dann halt Karten. Die Assoziation, wenn man dann mit teilweise den gleichen Spielern spielt, da denkt man jetzt, hat er das jetzt schon wieder gemacht? Na nee, wird er doch nicht gemacht. Oh, hat er doch gemacht. Oder das hat er bestimmt gemacht. Das meint er bestimmt, jemand anderes hat das gemeint. Also da fehlt es ein bisschen an Varianz auf Dauer als kleines Spiel, aber finde ich es witzig. Ja, genau. Ab und zu spielen, das ist wirklich sehr schön. Ist halt ein schönes Spiel tatsächlich, weil es von den Regeln so primitiv einfach ist, dass es eigentlich ein hervorragendes Gateway-Game tatsächlich ist. Das ist richtig. So auf eine Party mitnehmen, viel Platz braucht es nicht, geht in die Jackentasche. Das ist bei uns auf den Gateway-Games-Listen. Ja. Ja, oder einfach in die Handtasche. Also liebe Frauen, Facecards kann man gut mit auf Partys nehmen in der Handtasche. Da brauchen wir auch keine Regelerklärung zu drehen. Auch wir brauchen das nicht zu drehen, sondern ein Let's Play reicht natürlich aus. Ja, genau. Weil es wird dann auch mal kommen, so ein Let's Play Gateway Games. Let's Play is a Gateway Game, genau. Ja. Ja. Oh, ich bück mich mal wieder hier in Richtung einer schweren Box. Immer mal wieder und das zweite Mal an diesem Wochenende war Scythe auf dem Tisch. Unsere Mitspieler machen sich einen totalen Spaß daraus, Scythe so blöd wie möglich auszusprechen. Teilweise absichtlich falsch. Da ist dann Skies, Sküte, Scheiß, sonst irgendwas. Ja, aber warum mag ich dieses Spiel immer noch? Vielleicht liegt es daran, dass meine Siegesquote sich nach und nach verbessert. So, ja, ich gehe da nicht näher drauf ein. Mehr dazu auch im Tagebuch. Wir haben ja gestern eine Partie tatsächlich zu zweit gespielt. Heute haben wir das gleiche mit diesem, ich sag jetzt mal, Fraktionen aussuchen, Draft in Anführungszeichen, auch gespielt. Wir haben einen Mitspieler gesagt, der es einmal erst gespielt hat und die Partie damals gewonnen hatte tatsächlich. Such dir mal eine Fraktion aus. Oh, ich nehme Rot. Und dann haben wir quasi einen Schnitt gemacht, quer rüber, haben ihn oben und unten geteilt und haben gesagt, einer sucht sich eine Fraktion aus Lila, Gelb und Schwarz aus und der andere aus Grün, Blau und Weiß. Geendet hat es damit, wir haben Polania, Rusviet und die Krim gespielt, also Gelb, Weiß und Rot. Mit Sieg für die Krim. Wobei ich dazu sagen muss, ich hätte vorher Schluss machen können. Hab dann meine Mitspieler gequält auf eigenen Wunsch. Nicht ich war schuld. Okay, gut, okay. Der Wunsch meiner Mitspieler, es war so, oh scheiße, jetzt hat er so viele Sterne gesetzt, der hat nur noch einen. Kann er den setzen? Ich guck runter, denk, ich sehe gerade keine Möglichkeit auf Anhieb. Mein, ich glaube nicht. Mein einer Mitspieler, oh nee, kann er nicht. Und wir haben alle in dem Moment meinen einzigen Mech übersehen, den ich noch nicht gesetzt hatte. Und den konnte ich setzen. Ich hatte zwar keine Ressourcen auf dem Feld, aber oben Handeln und unten ein Mech für 2. Ja, wunderbar. Ich hätte fertig machen können. Oh, nee, voll fies. Wenn du jetzt fertig machst, haben wir jetzt gleich bedacht. Dann hätten wir ja unseren Zug anders gemacht. Und ich sag, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal, dann rutsche ich in die nächste Ansehensleiste hoch. Dann guckt ihr, was ihr davon habt. Hatten sie dann davon. Mehr dazu dann im Scythe-Tagebuch Nummer 11 dann schon. Nummer 10 ist schon gedreht, ist im Kasten, kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen. So viel zu Zeit. Müssen wir auch mal wieder zusammenspielen. So, wir hatten nämlich keine Luftschiffe dieses Mal dabei. Die brauchen wir mal wieder. Ja. Ja. So ist das. Skyo haben wir auch mal wieder gespielt, natürlich. Dazu haben wir ja schon genügend. Ich glaube, das haben wir jetzt in jedem Video erwähnt. Genau. Dieses Spiel ist, glaube ich, können wir das bezeichnen als das Spiel dieses Wochenendes? Das Absackerspiel? Das Spiel weiß ich nicht. Also wir haben so viele, eigentlich sind so viele Spiele da hängen geblieben im Gedächtnis. Also Skyo ist aber sicherlich auch eins davon, was
viele Leute rundum begeistert. Also jetzt, sage ich mal, in der Gateway-Ecke. Da waren viele Leute, die wenig spielen, die viel spielen, sind alle davon als Absacker doch begeistert, sag ich mal. Mhm. Ja. Also wenn ich so überlege, was wir auch teilweise an anderen Spielen so gespielt haben, beziehungsweise was andere für Spiele gespielt haben, was wir gar nicht mitgespielt haben. Man muss ja dazu sagen, wir waren hier mit 9 bis 14 Spieler. Ja. Je nach Tag und Uhrzeit. Und es war dann so, dass es dann halt verschiedene Gruppen waren, mal bis zu 4 Gruppen. An 4 verschiedenen Tischen wurde gespielt. Da kann es dann auch mal sein, dass weder Georg noch ich irgendwie ein Spiel mitgespielt haben. Oder Spiele mehr gespielt wurden, obwohl wir vielleicht nur eine Partie dabei waren. Ich gucke jetzt bloß mal so nach links und sehe dann zum Beispiel Sanctuary, was heute gespielt wurde. Ohne unsere Beteiligung. Ohne unsere Beteiligung. Gestern ja mit dir. Ja. Codenames, was ich jetzt nicht hier rübergelegt habe, stelle ich gerade fest, was wir heute Abend, wo ich nur einen Teil mitgespielt habe und ich froh war, dass es rum war, ich wirklich nur kurz eingesprungen bin. Das ist ein Spiel, was sich für mich auch abgenutzt hat einfach, ein Stück weit. Ja, aber es sind auch viele Spiele, sag ich mal, die sich vielleicht, die man zu Hause doch so ganz gerne mal wieder auf den Tisch bringt. Aber wenn ich hier am Spielewochenende bin und auch mal richtig mal ein bisschen heftig zur Sache gehen möchte, dann muss es nicht unbedingt sein, dass ich so zwischendurch nochmal Codenames spiele. Richtig, genau. Und wenn ich dann noch hier weiter so nach drüben gucke, Wizard war auf dem Tisch, was wir nicht mitgespielt haben. Ja. Zum Beispiel King of Tokyo war auf dem Tisch. Hattest du das mitgespielt? Nee, auch nicht, ne? Nee, ich hab's auch nicht mitgespielt. Und so können wir jetzt gerade die Liste weitermachen. Also wenn ich darüber gucke, nur das, was wir gerade sehen, ja, es ist einiges in Klappboxen oder schon weg, weil die ersten schon abgereist sind. Es sind doch viele Spiele, auch ich glaube Sea of Clouds und Kanagawa war auf dem Tisch, wenn ich mich recht entsinne, auch ohne unsere Beteiligung. Also wir hätten da jetzt wirklich mal aufstapeln müssen vor uns, was tatsächlich gespielt wurde, wo wir vielleicht auch nicht dabei waren. Zu Skyo, wir haben es jetzt dieses Wochenende tatsächlich auch zweimal probiert mit Punkten aufschreiben. Es hat so ein bisschen das Gefühl für mich, als würde es sich ziehen. Eine Runde oder zwei Runden hintereinander wegspielen, gucken, wer die Runde für sich entscheidet. Ja. Nett. Aber wenn man dann wirklich so, boah, ich habe eine Runde bloß hohe Karten gehabt. Ich habe die gar nicht runtergekriegt. Ich hatte gar nicht die Chance dazu. Es lief einfach nur mies. Und dann läuft die nächste Runde und ich komme irgendwo mit 2 Punkten raus. Wo ich dann denke, einfach nur Glück gehabt, die richtigen Karten wurden abgelegt, die richtigen Karten gezogen. Der Glücksfaktor ist schon groß. Klar kann man ein bisschen taktieren, ist weniger Chaos als bei Cabo zum Beispiel, aber man merkt, wenn man viele Partien hintereinander spielt, doch den erhöhten Glücksfaktor. Ja. Dann haben wir noch ein Spiel, auch ohne Benny gespielt, da war ich dann dabei, das heißt Dynasties. Das habe ich auch das erste Mal gespielt. Eigentlich haben alle am Tisch das erste Mal das gespielt. Ich hatte die Regeln ein bisschen vorbereitet und dann haben wir losgelegt. Es ist schwer zum Einsteigen einfach, aber es spielt sich dann doch recht flüssig, ist in 3 Runden auch vorbei und das Ganze funktioniert mit Heiraten. Ich habe hier einen Spielplan hinten drauf, den kann man auch mal so ein bisschen aufdecken. In ganz Europa geht es darum, Fürsten einzusetzen und hinterher Mehrheiten in den einzelnen Ländern zu haben und dafür Siegpunkte zu bekommen. Das ist eigentlich ein schönes Spiel für auch zwischendurch, weil es nicht so lang geht, sage ich mal. Und die Regeln, also die Siegpunkteberechnung ist schon relativ einfach gemacht. Aber es ist kein Gateway-Game, das muss man dazu sagen. Wobei eine mehr oder weniger Gelegenheitsspielerin bei euch sogar am Tisch dann am Schluss den Sieg davon getragen hat. Also ja, aber die hat auch gut, gespielt. Ja, also schon gut gespielt auch dabei. Sie kann schon dazu. Sie hat schon sehr gut nachgedacht und die richtige Entscheidung getroffen. Ne? Ja, aber es gab ja auch so eine etwas sehr verhaltene Stimme am Tisch. Ne? Ja, manche Leute, sag ich ja, spielen das auch nicht unbedingt gerne, obwohl da ein Stoffbeutel dabei ist. Aber sie hat dann doch gesagt, also es ist zwar ein Wolf im Schafspelz, aber das Schafspelz ist hinterher doch größer geworden. Sagen wir es mal so. Okidoki, genau so. Apropos Stoffbeutel, da habe ich auch was mit Stoffbeutel. Nein. Ein Spiel, was wir immer noch nicht gespielt haben, noch nicht zusammen. Ja. Obwohl ich, glaube ich, inzwischen irgendwo in der Region 10, 12, 15 Partien unterwegs bin. Okay. Heute Mittag einfach mal kurz 2 Partien zwischendurch.
Zu zweit, oh, was spielen wir? Die anderen spielen noch. Ach ja, ah, spielen eine Runde Saikatsu. Schöne Plättchen, schöner Beutel. Ab geht's, Plättchenlegespiel. Am Schluss die Punkte zusammenzählen. Ich habe es tatsächlich geschafft, 6 von 6 möglichen in eine Reihe zu bringen. Also rein von der Wertung her, was 21 Punkte gibt. Meine Freundin die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Oh, das werde ich episch verlieren. Am Schluss hatten wir exakt die gleiche Punktzahl. Ist ein schönes Spiel mit, ja, ich sag mal erfrischend, aber trotzdem mit einem gewissen strategischen Tiefgang, ohne erschlagen zu sein, finde ich so in der Form sehr charmant und eigentlich auch ein schöner Kandidat als Gateway-Game tatsächlich. Und müssen wir jetzt mal zusammenspielen. Werden wir den nicht mehr heute. Apropos zusammenspielen, was wir schon zusammengespielt haben, nur dieses Wochenende nicht. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal an dem Wochenende heute auf dem Tisch gehabt. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, am Freitag 2 Partien gespielt, schon recht spät abends zu dritt. Heute waren wir dann zu viert bei The Mind und man spielt dann bis Level 8. Wir sind einmal in Level 6 gescheitert, dann haben wir gesagt, oh, das war so gut, wir probieren es gleich nochmal. Dann sind wir in Level 5 gescheitert. Oh, lass uns nochmal probieren. Und dann waren wir ein bisschen, Level 4? Wir waren ein bisschen unkonzentriert und aus, waren wir in Level 4, ja. Genau so. Das ist wirklich ein Spiel, das erfordert Konzentration, ohne dass es wirklich anstrengend ist. Es fühlt sich aber irgendwo teilweise befremdlich an. Das Lustige ist, einer meiner Mitspieler hat es am Freitag schon mitgespielt und die anderen zwei hatten es noch nicht gespielt. Vom Hören sagen, oh, das wollen wir mal ausprobieren. Schön, probieren wir aus. Und dann war es so die erste Runde. Level 2. Okay, aha. Level 3. Oh, das war jetzt aber knapp. Wir haben das hingekriegt, das richtig da uns abzustimmen. Level 4. 51, 53, 54. Wow. Cool. Und alles richtig, keinen Fehler gemacht. Und genau dieses Feeling, dieses... Oh, wie kriegt man da dieses gemeinsame Feeling für die richtige Zahl? Und eine Mitspielerin meinte dann nur so, im Prinzip kann man doch einfach hergehen und so innerlich mal 5, 10, 15, 20, ganz langsam quasi Schritte, Zahlenschritte zählen. Weil letztendlich ist es nichts anderes, nur dass man das nicht aktiv macht, sondern passiv. Man fühlt es, ohne dass man jetzt innerlich 21, 22, 23 zählt. Ja. Und das Witzige ist, wenn man das gespielt hat, mehrere Runden und mehrere Level, ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, mal intern für mich so einen Puls versuchen zu finden. Und geguckt, wie die anderen ihre Karten spielen. Mein Feeling war so, 5, 10, zack, lag die 11, 15, 20, 25, 26. Also, es war total skurril, weil es hat für über 6, 7 Karten genau oder relativ genau zu diesem innerlichen Gefühl gepasst. Und da entwickelt sich was, ohne dass man drüber nachdenken muss. Ich finde es cool. Ist mal was ganz Frisches, Neues. Hast du noch irgendwas? Nee, ich habe sonst nichts mehr. Nee. Ich gucke hier nochmal kurz auf meinen Spickzettel. Hier steht auch nur nochmal Sky of Face Cards und Codenames bei mir drauf. Ja. Ja, und dann unser Spiel, was wir eben gespielt haben. Für mich die zweite Partie, für unsere zwei anderen Mitspieler auch die zweite Partie. Für dich war es die erste Partie. Für mich die erste Partie, ja, genau. Lieber Georg, hast du in Zukunft noch Lust auf Pizza und Burger? Auf Pizza und Burger habe ich schon noch Lust, ja. Und wie sieht's aus mit Food Chain Magnet? Naja, Food Chain Magnet ist jetzt kein Spiel, das man nach einem Spiel, glaube ich, beurteilen sollte, sag ich mal. Zumindest würde es nicht gut wegkommen dabei. Gefühlt habe ich in der letzten Partie oder in der ersten Partie alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte, ohne dass es sich falsch angefühlt hat. Ich habe dann einfach mal die Sieg und zweite, also die Strategie des Gewinners der ersten Partie und des zweiten der ersten Partie genommen, kombiniert und versucht für mich das Beste rauszufinden. Lief dann darauf raus, also für die, die es kennen, versucht schnell den Guru zu bekommen. Danach schnell eine Radiokampagne geschaltet. Hab also überall doppelte Radiowerbung gemacht. Und dann habe ich einfach mit dem Preiskampf angefangen.
Das heißt, plötzlich fahren dann die Kunden einmal durch die halbe Stadt, nur um bei mir Pizza essen zu gehen. Und das Blöde war, Georg saß direkt neben mir und ist ausgeblutet, weil keiner wollte zu ihm kommen. Und ja, und damit hatte ich null Geld und für mich war die Partie nach der dritten Runde vorbei. Es ist, und dann war, das ist natürlich dann nicht so, ich meine, das ist dann nicht mehr so lustig. Das ist halt einfach, man kann die Partie, man kann, hätte das Spiel abbrechen können nach drei Runden. Ja. Das hätte man, hätte einfach da zu Ende sein können. Und das andere ist, danach ist nichts anderes mehr so gelaufen. Die Geldabstände waren natürlich auch am Schluss die finalen Geldbeträge, doch einfach nur als Multiplikator, ja. Genau. Das ist schon ein bisschen schräg. Was soll ich sagen? Das ist eines dieser Expertenspiele, die einfach nichts verzeihen. Das sind genau die Sorte Spiele, machen kleinen Fehler und du fliegst auf die Nase. Machen mittelgroßen Fehler und es bricht dir das Genick. Das Problem ist, selbst beim auf die Nase fallen ist es schon schwer, dabei keine Bauchlandung zu machen und liegen zu bleiben. Ja, zusätzlich war es noch am Anfang auch ein bisschen sehr glückslastig mit der Auslosung am Anfang der Nummer 1. Das ist nun mal so, das ist halt alles so. Aber es ist tatsächlich so wie beim Schach, sage ich mal, ein Fehler und du hast verloren und dann ist das Spiel vorbei eigentlich. Und danach spielst du eigentlich nur, um ein bisschen die Mechanik kennenzulernen. Das war... Ja, das war so. Schade an dem Spiel dann. Ja. Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Abschluss zu unserem Wochenende an als solches. Was war dein spielerisches Highlight? Kann ich so gar nicht sagen, weil wir sehr viel gespielt haben mit Caverna, The Sanctuary und auch Dynasties. Fand ich sehr schön, zum Beispiel die Sachen. Aber wir haben auch sehr viel einfach, ja... Das Zusammensein dabei und das Konzentrieren auf die Spiele, das war eigentlich das Beste an dem ganzen Wochenende. Dieses, ich würde gerne das spielen. Spielt jemand mit? Ja, wir würden gerne mitspielen, aber wir sind ja noch vielleicht so eine halbe Stunde an dem Spiel verhaftet. Okay, dann spielen wir eine Runde Skyrim, Facecards. Genau. So irgendwie in die Richtung ging es dann meistens. Oder halt doch was Kurzes, mal The Mind, was dann doch mal eine kleine Stunde gedauert hat. Ich fand es einfach auch schön, erstens viele Spiele, die wir noch nicht in der Gruppe gespielt haben, tatsächlich zu spielen. Neuheiten auch, wie Dragoran, Würfelland, Saikatsu, Dammit. Was haben wir noch alles, wenn ich da jetzt rüber gucke? Ich komme selber nicht mehr mit allem klar. Wir haben noch ein paar Neuheiten gehabt, was wir auf dem Tisch hatten. Oder Spiele, die wir einfach jetzt sogar an dem Wochenende zweimal gespielt haben. Einfach, wie soll ich es einfach beschreiben? Wenn man Lust hatte, irgendwas rauszunehmen, man hat es rausgenommen, man hat es gespielt. Und das Tolle war dann, dass dann Spieler, die am Freitag das Spiel 1 gespielt haben, was einer von uns zwei zum Beispiel mitgebracht hat, welches Beispiel? Rajas of the Ganges. Haben wir am Freitagabend zusammen eine Partie gespielt. Ja. Relativ spät. Und danach hat sich dann hat sich dann einfach eine Gruppe zusammengefunden und plötzlich, ach, was spielt ihr denn? Ach, wir spielen Rajas. Okay. Einer von denen, wo am Freitag mitgespielt hat und da seine erste Partie hatte, okay, man muss dazu sagen, er erklärt auch schnell und er begreift super schnell und macht das auch echt spitze und sehr strukturiert. Er hat dann einfach das Spiel erklärt und hat funktioniert. Finde ich persönlich auch beeindruckend, wie natürlich. So ein gewisser Flow entsteht. Dass dann einfach die Mitspieler sagen, ach, habe ich schon gespielt, kann ich erklären. Ja. War auch schön. Musste sich mal ein paar profilieren, die noch sonst normalerweise nicht unbedingt erklären. Nicht weil The Sanctuary war so ähnlich, wo eine Gruppe das gespielt hat und das ohne Beteiligung derjenigen, die... Aber wieder der gleiche Mitspieler, ne? Der es erklärt hat. Ja. Jochen kann's. Gut, aber Jochen hat auch schon Rajas vorher gespielt. Also. Nee, das war am Freitag seine erste Partie. In der Tat. Ja, in der Tat. Aber er hat es mit René und Sarah zusammen gespielt. Die hatten schon 2-3 Partien auf dem Buckel. Also insofern kein komplettes Neuland. Okay. Ich glaube, nur ein Neuling dabei am Tisch. Ja, ansonsten viele, 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 viele Spiele. Viel Spaß, das Gesellige, das Gemütliche Beisammensein, auch mal das einfach das Reden zwischendurch.
Das war einfach super. Hier die Umgebung, die Natur. Mal gucken, vielleicht filmen wir morgen noch so ein paar Eindrücke oder machen noch ein paar Bilder, blenden vielleicht hier auch was ein oder blenden dann in einem extra Video mal was ein. Gucken wir uns mal schauen, ob wir da Lust haben, vielleicht auch über das Wochenende ein bisschen zu berichten. Aber ich glaube, das machen wir ganz einfach. Da drehen wir jetzt den Spieß um. Ihr stellt uns Fragen zum Wochenende und wir beantworten sie in einem extra Video. So können wir es machen, ja. Ja, und ich glaube, jetzt ist spät genug. Es ist Sonntagabend, die meisten sind abgereist, wir reisen morgen früh ab. Es ist eigentlich schon Montagmorgen. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Es ist früher Montagmorgen, mitten in der Nacht. Jetzt könnte man nochmal schön nach den Sternen schauen oder ins Bett liegen und aus dem Dachfenster schauen. Auch sehr schön. Genau. Also, Georg hat es ja schon gesagt, für alle, die den Sternenhimmel beobachten wollen oder die wandern wollen, ich meine, ihr habt ja auch einen schönen Spaziergang zurückgelegt, während wir einkaufen waren. Ja. Fahrt in den Schwarzwald, wunderschön hier. Und ihr stellt uns Fragen zu unserem Wochenende und wir beantworten diese. Und dann gibt es bestimmt auch einen Link, ein paar Bilder noch zur Location. Gerne, so machen wir das, genau. Ansonsten lasst uns ein Abo da, Kommentare unten natürlich und liked unser Video natürlich. Und sagt es allen Freunden und Bekannten. So schaut's aus. Ja. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und dann gibt's, schaut in die Kanalvorschau, dann gibt's die ganzen Neuheiten als Regelerklär und als Fazitvideo. Und jetzt macht's gut. Tschüss. Bis zusammen. Dann. Tschüss.